Ja, herzlich willkommen, Philipp Banse, DZDP-TV von der Republika 2013. Eigentlich wollten wir an dieser Stelle einen kleinen Tagesrückblick auf den zweiten Tag machen, aber wir bieten euch eine neue Folge aus der Serie, was ich heute gern gesehen hätte. Ja, starring Tanja Häusler. Herzlich willkommen, Tanja. Hallo. Ja, es ist, wie es ist, ne? Also ich kriege hier wenig mit von den Sessions. Du hast heute selber eine gehabt. Man kriegt dann irgendwie wenig mit. Schrecklich und furchtbar. Es scheint ein neuer Trend sich abzuzeichnen, ja, dass man seine eigenen Talks immer ganz kurz vor dem Talk fertigstellt. So. Genau, das heißt, du bist davor total damit beschäftigt, irgendwie deinen Kram zusammenzukriegen, deine Folien und Overhead-Projektor reinzuschieben und dann ist der Talk und dann bist du entspannt und dann gehst du immer erstmal einen Kaffee trinken. Genau. Und dann war es das. Und dann gibt man Interviews. Genau, ja, das ist die schlimmste Disziplin. Aber sag mal, ich habe dich ja explizit mal ohne deinen Mann jetzt hier eingeladen. Ihr habt zusammen ein Buch geschrieben, Netzgemüse heißt das, und habt heute ein bisschen auch was in der Session zu erzählt. Zu diesem, wie ich finde, ja auch als Vater irgendwie wichtigen und immer wichtigeren Thema, was macht man eigentlich so mit den Kindern, was machen die so im Netz und was ist so die Rolle der Eltern dabei und wie können wir das also ein bisschen produktiver und entspannter angehen. Was habt ihr denn heute erzählt da? Was ist denn so eure These? Passt jetzt sehr schön zum Thema Sessions, die man gerne gesehen hätte. Du warst wahrscheinlich nicht da, weil wir haben gar nicht darüber geredet. Das war aber angekündigt, wir wollten das gerne tun, haben aber durch diese ganzen Lesereisen so wahnsinnig viel abwägende und vorsichtige Worte finden müssen für dieses ganze Netzgedöns, um nicht gleich alle Eltern zu verschrecken. Und auch dieses Buch ist ja in dieser Tonalität gehalten, dass es erstmal einen Zugang überhaupt eröffnet. So nach dem Motto, Leute, eure Kinder sind im Internet, kein Grund, den Notruf zu wählen. Mhm. Ja, so ungefähr, okay. Genau, und letzten Freitag haben wir uns überlegt, dass die Republika der einzige Ort ist, wo ich eigentlich wirklich mal sagen kann, was ich denke. Und deswegen haben wir das dann alles in die Tonne getreten und haben stattdessen dann in zwei Tagen so einen Rant runtergeschrieben, den wir heute gehalten haben, der, glaube ich, 13 Minuten mehr nicht gedauert hat, aber in dem wir sagen wollten, was uns wirklich unter den Nägeln brannte. Dann mal los, fass das doch nochmal zusammen hier. Was uns unter den Nägeln brannte. Ich könnte ihn jetzt einfach in 12 Minuten noch mal kurz bringen. 12 Minuten ist zu lang, aber kannst du es ja mal versuchen, ein bisschen. Es dauert einem einfach alles zu lange, insbesondere wenn man sieht, wie diese Kluft immer weiter auseinanderdriftet, wenn man sieht, wie auf der einen Seite Jugendliche nach vorne preschen, ganz viel Enthusiasmus zeigen, ganz viel Know-how entwickeln, tatsächlich tolle Projekte machen, aber immer nur argwöhnisch beäugt werden von der Generation, die offline lebt, die der Meinung ist, immer noch rechnen, schreiben, lesen, du musst in Geschichte sämtliche Kriege auswendig gelernt haben, sämtliche Nebenflüsse des Amazonas, wer hat was wann erfunden und warum, und alles im 45-Minuten-Takt. Ich halte das für absolut unzeitgemäß. Ich halte diese Verkürzung des Abiturs auf 8 Jahre für ein Verbrechen an dieser Jugend, die einfach keine Zeit mehr hat, der man die Jugend aktiv stiehlt, die vor allem das konkrete Problem hat, dass sie für Renten zahlen muss, die sie überhaupt nicht zahlen kann, weil sie in einer brutalen Minderheit sich befindet. Und man aber dieses Problem haben wird. Und man bereitet diese Jugend dahingehend darauf vor, dass man sie meiner Meinung nach drillt, gerade biegt, effizient auf Linie bringt, damit die schneller einzahlen, mehr einzahlen und das irgendwie retten. Und das ist sehr, sehr unfair. Insbesondere, wenn man außer Acht lässt, dass es ja Möglichkeiten gäbe. Nämlich? Indem man sie partizipieren lässt schon jetzt, naja, indem man sich zum Beispiel den neuen Technologien anpasst, indem man mal guckt, was ist denn der Markt von morgen, wie müsste denn Schule heute aussehen und dann sicherlich darauf käme, die muss gar nicht mehr so lange dauern, wir könnten das Curriculum absolut entstauben, weil es geht nicht mehr darum, dass Wissen in Köpfe gestopft wird, weil es danach einfach keinen Zugang mehr zu Wissen gibt. Der Zugang ist jetzt dauernd da, die haben alle ein Smartphone, die müssen das nicht mehr auswendig lernen, sondern muss ich sie auf eine Ungewissheit vorbereiten und eher trainieren, dass sie flexibel bleiben, lernen, sich zu vernetzen, lernen, zu recherchieren, so. Und dann richtet sich euer Rant also gegen diese unsere sozusagen 40 aufwärts Elterngeneration, dass die was zu Kopf in den Sand steckmäßig sind, zu ängstlich, zu was?
dass die zu ängstlich sind, dass sie vielleicht häufig den Medien folgen und die diese Ängste noch schüren und denen mehr Glauben schenken als denen, die sich ja im Grunde genommen einig sind. Ist ja absurd. Fragt man Wissenschaftler, Soziologen, Politiker, fragt man die Wirtschaft, alle sind sich einig, es muss unbedingt dorthin gehen, es passiert aber nicht. Und wenn man Lehrer fragt, die mutig sind, dann sagen die auch, ja, wir haben Projekte und es läuft grandios, die Kinder sind begeistert und haben richtig Bock drauf, aber beim Elternabend sitzen die Eltern da und sagen, wir möchten das ehrlich gesagt nicht, dass diese Monitore hier jetzt auch noch in der Schule stattfinden. Also das heißt, um ganz mal so konkret zu sagen, wie würdest du dir den Wunschunterricht für deine Jungs vorstellen? Ich möchte, dass sie ein Tablet dabei haben. Ich möchte, dass gerade, es gibt ja jahrgangsübergreifendes Lernen. Unser jüngerer Sohn ist in der Integrationsschule, wo auch mit behinderten Kindern gemeinsam gearbeitet wird. Also auch gerade hinter der Idee, jedes Kind muss maximale Förderung bekommen und die schwächer sind, dürfen aber auch nicht hinten runterfallen, finde ich, ist das der ideale Lernort für mich, weil jeder für sich eigentlich gucken kann, wie weit komme ich, und der Lehrer wäre eher als Mentor dahinter und würde das Ganze so ein bisschen koordinieren. Ja, also ich meine, ich kenne das ja auch. Also sind das strukturelle Probleme, zu wenig Geld, zu wenig Lehrer, zu kleine Klassen, Lehrplan so und so, oder sind das mentale Probleme, weil die das nicht wollen oder die Lehrer das nicht oder die Leute oder die Eltern auf die Barrikaden sind? Die Lehrer sagen ganz klar, die sind dafür überhaupt nicht ausgebildet. Das würde ja ganz anderes Arbeiten bedeuten. Das würde ja auch eine thematische Vernetzung bedeuten, dass man sowieso ganz anders arbeitet. Das können die nicht. Und dann muss man sehen, dass Deutschland mit die ältesten Lehrer in Europa hat. Jeder zweite Lehrer ist weit über 50. Und ich kann es ihnen gar nicht abverlangen. Also soll ich die jetzt in eine Fortbildung schicken? Das schafft man ja gar nicht. Sondern man muss da sehr viel jünger anfangen. Und ich würde sogar dahingehend zu sagen, man kann auch Schüler unterrichten lassen. Auch da gibt es super tolle Projekte. Genau, also da würde ich auch unterschreiben, aber sagen wir jetzt mal, okay, die Schule ist wie es ist und die Strukturen sind, wie sie sind, und ihr könnt da drüber ranten und euch aufregen. Trotzdem wird sich da von heute auf morgen nichts ändern. Wie geht ihr denn privat damit um für eure Kinder? Wir können die natürlich jetzt auch nicht rennen lassen. Ich sehe, ich habe nicht so richtig viel Zeit. Ich habe als Mutter das Gefühl, dass man mir meine Kinder so ein bisschen entzieht. Also die kommen um 16 Uhr, 16.30 Uhr nach Hause. Die haben dann einfach noch Hausaufgaben, die müssen auch noch gemacht werden. Und dann gibt es irgendwann Abendessen und dann ist eigentlich fast schon Schluss. Und tatsächlich beim Abendessen hauen wir uns auch vor den Rechner und gucken gemeinsam YouTube und daddeln was zusammen und machen dann wirklich nur noch die Sachen, die gemeinsam Spaß machen. Und jeder Lehrer, der mir sagt, sie müssen ihr Kind hier mehr fördern und es braucht hier noch weiter Förderunterricht, was es bestimmt an vielen Stellen bräuchte, muss ich sagen, ich heb die Hand, ich kann nicht, wir haben die Zeit nicht dafür, mein Sohn kann das nicht leisten. Also wenn Ganztagsschule, dann muss das schon auch, also muss mehr davon auch in der Ganztagsschule passieren. Ja, es sind ja keine Ganztagsschulen. Der Unterricht ist ja durch die Reduzierung auf die 8 Jahre, sind die ja schon bei 36 Wochenstunden Unterricht. Mhm. Das heißt, wenn dann noch Hausaufgaben dazukommt, sind wir schon bei über 40 Stunden. Das ist eine größere Arbeitswoche, als jeder Arbeitnehmer hat. Was soll ihnen da groß bleiben? Das ist ja auch ein Thema auf der Republik, also diese Bildungsgeschichten. Herr Günther Dück hat sich... Gesellschaftliche Themen, ganz viel. Mhm. Guck doch mal auf morgen. Also morgen, was ist so morgen, so ein paar Sachen, die da eine Rolle spielen? Ja, natürlich. Passen. Morgen mein Lieblingsthema Relearn, die es ja auch schon seit der Zweiten Republika gibt, also dieser Themenschwerpunkt Bildung und Erziehung, wird morgen eröffnet von Andreas Schleicher, den man nicht so richtig kennt. Ich glaube, er hasst es wahrscheinlich. Ich muss ihn, glaube ich, trotzdem morgen so anmoderieren. Das ist Mr. PISA, also der damals die PISA-Studien initiiert hat und für die OECD weitere Vergleichsstudien in dieser Richtung bis heute macht und zu ganz erstaunlichen Ergebnissen kommt, der auch sagt, es geht zum Beispiel gar nicht darum, wie viel Geld man in Bildung investiert, sondern es geht eher darum, wie man das macht, wie man umstrukturiert. Und morgen wird er darüber sprechen, über 21st Century Skills, wo es eben darum geht, dass wir unsere Kinder auf eine ganz andere Zukunft vorbereiten müssen, auf eine Zukunft, die wir selber noch gar nicht kennen. Und es geht um, macht sie fit, dass sie flexibel sind, dass sie sich vernetzen können, dass sie Dinge neu an- und umdenken können. Und diese Fähigkeiten sind gefragt. Und da sind auch andere weit, weit vor uns und einfach schneller. Unser Nachbarland Polen zum Beispiel. Ist das so, ja? Ja.
Die haben, ich weiß es nicht genau, aber die haben einen zweistelligen Millionenbetrag gerade in offene Lernsoftware investiert für Schüler und für Lehrer und sagen halt, wir können zum Beispiel Lehrmaterialien sparen, wenn wir sagen, jeder Lehrer hat sowieso seine eigenen Prüfungsbögen, die er immer mal so macht, oder Arbeitsbögen, und wir machen das jetzt alles zentral, lagern wir das im Netz, und so können alle Schüler darauf zugreifen, alle Lehrer darauf zugreifen, und wir versuchen das alles zu öffnen. Noch ein Wort zur Republika. Es kamen immer mehr Leute, die auch sagten, Mann, für eine Tech-Internet-Bla-Konferenz sind verdammt viele Frauen hier. Ist dir das aufgefallen? Ist dir das egal? Kennst du einen Grund dafür? Wie ist so dein Punkt dazu? Ja, fällt mir jedes Jahr auf. Ja, drei Fragen auf einmal ist immer schön, genau. Also, genau. Soll ich mehr? Ja, nee, mach mal. Fällt mir total auf. Ich glaube, das fällt uns allen auf. Das ist auch erklärtes Ziel. Das Republika-Team ist ja fast durchgehend weiblich. Also ich glaube, zu drei Viertel sind wir Frauen. Ja. Und ich glaube, das spürt man schon. Ich glaube, das ist auch eine weibliche Konferenz. Auch beim Programm wird immer darauf geachtet. Wir geben uns ganz, ganz große Mühe, dass wir wirklich viele weibliche Speaker herbekommen. Und dann sind natürlich Frauen im Netz, auch gerade junge Frauen, massiv vertreten. Es ist ja nicht wirklich IT-Branche im Sinne von, wir programmieren hier was und wir frickeln hier an irgendwelchem Schraubenwerk rum, sondern es geht ja um ganz viele gesellschaftliche Themen. Und gerade bei sozialen Netzwerken haben die Mädchen die Jungs längst eingeholt und dominieren da. Und ich bin total glücklich, dass sich das hier abbildet. Ist auch ungewöhnlich für so eine Konferenz. Wie man das kreiert. Ne? Also klar, du lädst einmal mehr Frauen ein, die reden. Es sind dann mehr so Themen besetzt, die vielleicht eher tendenziell eher Frauen betreffen. Ist es aber auch sowas gibt es darüber hinaus noch was, was so eine Konferenz weiblicher macht? Also ein Faktor, der dazu beiträgt? Gut, das Team, hast du gesagt, ist weiblich. Viele Speaker explizit weiblich. Ich glaube, das ist insgesamt, die Stimmung ist ja nicht wirklich die einer Fachkonferenz, wo sich jetzt Ärzte, Mediziner oder Lehrer treffen und über ein spezifisches Thema sprechen, sondern ich sehe die Republika schon als Gesellschaftskonferenz, und ich sehe sie nach wie vor als physisches Treffen der virtuellen Welt draußen, die da unglaublich gut vernetzt sind, und da sind die Frauen vorne mit dabei und die hier auch dieses Happening zelebrieren. Ha, da bist du endlich. Einmal im Jahr sehen wir uns und wir trinken ganz viel Bier miteinander und haben abends unheimlich viel Spaß, und es ist einfach toll, sich zu sehen. Das heißt, es spielt ganz viel Emotionales hier auch mit. Also es ist nicht nur sein Wissen erweitern, inspirierende Vorträge hören, sondern es geht auch immer darum, dass man sich trifft, dass man Spaß miteinander hat, und das ist ja was für Frauen, ist ja klar. Okay, Tanja Häusler, vielen Dank. Sehr gerne. Morgen kommt ein dritter Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der zweite Tag auf DZDP TV, live von der Republika in der Station in Kreuzberg. Mein Name ist Philipp Banse. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Alle Videos, alles und mehr gibt es bei dctp.tv auf der Republika-Webseite oder beim YouTube eures Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen ist der dritte und letzte Tag. Wir sind ab 9.30 Uhr hier wieder am Start und freuen uns auf einen dritten Tag. Bis dann. Tschüss.